herzlich willkommen. Erstmal sind wir hergekommen und hatten eigentlich so schon Ideen im Kopf, die wir meinen, die wir machen könnten. Und dann haben wir heute Morgen festgestellt, es ist doch alles komplizierter, als wir gedacht haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auf einmal angefangen, unseren Faden zu finden und sind doch ziemlich ausgeglichen, erfolgreich. Freut mich. Und dann rollt man mit dem Rädchen drüber, dass es so singt. So dieses Geräusch muss man in etwa haben. Und man fährt nur einmal und dann ist Schluss, nicht hin und her. Ja. Legt den Glasschneider zum Beispiel hier drunter und dreht dann das Glas über die Kante ab. Etwas schmutzig. Ja. Ich habe heute den ganzen Tag Sandstrahl und habe versucht, dass dieses Orange mit der schönen Struktur praktisch, dass das Licht mehr durchscheint. Und habe deshalb von hinten gesandstrahlt. Aber die weiße Schicht, die unter dem Orange ist, ging nicht weg. Deswegen sieht man da keinen Unterschied zu vorher. Um den Einstand richtig zu feiern, habe ich mich gleich heute geschnitten. Das war ziemlich in der Früh am Anfang. No, okay. Yes. Yes, perfect. Oops, schön falsch. Ja. Normalerweise wäre es gegen den Knopf nicht gekommen. Drück mal nach rechts. In der Pause. Ich glaube, das ist nicht. Da! Bravo! Ja, ich habe Glas in den Augen. Ich will nicht mehr Glas in den Augen haben. Also von heute bleibe ich immer mit dem. Heute, ich habe sehr interessante Erfahrung mit Gravierung, Sandmaschine oder wie sagt man das Deutsch? Und es ist meine Fortunato. Ich bin davon ganz glücklich. Okay, jetzt gleich nochmal auf Tschechisch. Štěstí, to je moje štěstí. Was, so kurz ist das, kann nicht sein. Ach so, das Gleiche. Naja, das erinnere mich nicht mehr, was habe ich gesagt. Ja. Weil ich sage etwas, aber ich verstehe das nicht ganz gut. Ja. Das erste Mal, dass du eine Glasbauweise bekommst, finde ich echt gut. Ein Teil von diesem. Hier habe ich 1:1. I make landscape, yes? It's my idea is landscape in the near of Prague and from my village. My village is Hrk Josef, yes? It's my idea. Okay. But it's landscape, yes? It's all. Okay. Thank you. Das hat sonst überhaupt keinen Sinn, diese Elemente da dran sind. Im runden Raum. Die Kunst ist im runden Raum in die Ecke zu schalten. Das war nicht so. Und jetzt ist das nämlich so. Erstmal das Schöne machen. Im Moment arbeite ich mit Reflexionen, um Einzelelemente zu vervielfältigen. Dieses eine Stück reflektiert sich jetzt. Darüber, da siehst du das, hier durch siehst du das schon allein viermal. Lauter. Man muss ein bisschen höher rein. Ja, Spaß hier den Christbaum, ha? Spaß hier den Christbaum. Wie kriegst du aus der Gesamtfläche diesen wirklich relativ kleinen Loch raus?
Okay. Na dann. Jetzt mir erstmal reiswischt. Es läuft häufig so im Leben. Der kennt einen und der kennt wieder einen und der kennt noch einen anderen. Und dann kommt eine Gruppe zusammen, die unter einer gemeinsamen Überschrift tatsächlich etwas zu Weg bringt. So lief das bei uns hier bei diesem Workshop Glas, Gläser am Gläsersten. Das Kloss Clues Camp. Eine ganz liebevolle Kabinettscheibe. Heute der zweite Tag, also heute geht es schon wesentlich besser als gestern. Allerdings habe ich mich heute auch gepikst hier. Also wir haben jetzt schon die zweite Narbe. Und ich bin gerade dabei, mein drittes Objekt fertigzustellen. Es wird jetzt noch verklebt und dann haben wir ein drittes kleines Bildchen. Ja, die sind alle noch da und kein Pflaster nicht. Unterschiedliche Gläser. Oh, dieser Glasworkshop Glas, Gläser am Gläsersten ist ein weiterer Beweis dafür, welche Anstrengungen der Kunstverein Hochfranken Selb e.V. unternimmt, um zusammen mit Partnern, üblicherweise die Galerie Umjene in Carlo Vivari bzw. deren Filiale Bechervilla mit dem Direktor Jan Sammetz eine Aktivität zu entwickeln, die Menschen zusammenbringt, die gemeinsam kreativ arbeiten, sich dadurch näher kommen und bei dem Präsentieren der Ergebnisse dann später andere Leute noch einbinden, die als Betrachterinnen und Betrachter zusammenkommen und dort Kontakte knüpfen und dadurch eben neue Freundschaften entstehen können, damit wir die Barriere, die es immer noch für viele Leute gibt zwischen Tschechen und Deutschen, allmählich mit unseren kleinen Schritten auch helfen können, aufzuweichen. Sind Sie noch da? Ich habe heute eigentlich viele gekriegt. Ich habe heute die ganze Zeit mein Motiv mit dem Cutter ausgecuttert, um dann letztendlich das zusammenstrahlen. Und es ist zwar eine Fieselarbeit, aber ich glaube, am Ende wird es dann auszahlen. Das Ganze wird hoffentlich gut. Und wir haben eine positive Bilanz, eine riesig positive Bilanz. Wir haben uns nicht geschnitten. Stimmt, doch hier am Arm. Das muss man lassen. Ja, natürlich. Schön. Das ist nicht der Grund. Fangen wir uns da an. Die beiden Herren, Meindl und Christ, die kamen offensichtlich mit geöffneten Augen, mit geöffneten Armen an die Tür und haben die kleine Gruppe in Empfang genommen und durchs Werk geführt und alle waren entflammt. Nicht nur durch die Hitze von den Glasöfen, die tausende Grad. Also wir machen ja relativ häufig Seminare mit Künstlern und machen auch Seminare dann für Studenten und Schüler von Glasfachschulen. Und da
daraus ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir mal was mit Leuten machen, mit Künstlern machen, die bisher mit Klausner überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Und ich glaube, das ist eine gute Idee und es war dann ein riesen Zufall, dass wir Leute getroffen haben, die gesagt haben, sie würden das für uns organisieren. Letztendlich auch gefördert durch Mittel der Europäischen Union, dass wir ein grenzüberschreitendes Künstlerseminar machen, dass sich tschechische und deutsche Künstler, und Waldsassen liegt ja nur ein paar Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, dass die sich hier in der Glashütte Lampertz in Waldsassen treffen und zusammen eine Woche verbringen, im gleichen Hotel übernachten, tagsüber zusammen sind, am Abend hier sind und selbe Ideen entwickeln auf der Basis, dass sie noch nie zuvor vorher mit Glas gearbeitet haben. Und das scheint also jetzt hier ganz, ganz toll zu funktionieren. Wir haben also Künstler, die von Fotografen, von einem Filmemacher begleitet werden. Und wir dokumentieren das. Jeder scheint Spaß zu haben. Im Moment sind wir gerade in der Mitte des Seminars. Und die Kräfte lassen nach. Die Leute schlafen in der Nacht nicht mehr so gut, weil sie über ihre Projekte nachdenken. Ich finde das ganz spannend, wenn man sich beim Frühstück unterhält und fragt, ja, hast du gut geschlafen? Dann heißt es, nein, ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe ständig über neue Ideen nachdenken müssen. Und da kommen jetzt, glaube ich, ganz tolle Projekte dabei raus. Wir werden das weiterentwickeln. Es wird anschließend ja noch eine Ausstellung in der Galerie Goller vom Kunstverein in Selv und auch in Calo Vivari geben. Wir sind allen Partnern, allen Beteiligten dankbar, dass wir das hier machen wollen. Unser egoistisches Interesse ist natürlich, dass am Ende des Tages Künstler weiter mit Lampertz Glas arbeiten, dass die Kunstwerke erstellen. Wir wünschen ihnen, dass sie erfolgreich sind. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Deswegen wollen wir auch die mediale Aufmerksamkeit haben. Und wenn das funktioniert, dann haben alle Beteiligten viel Spaß dabei gehabt, haben Erfolg gehabt. Und ich glaube, dass es dann auch ein Beitrag zur tschechisch-deutschen Völkerverständigung ist. Für mich als Unternehmer ist es sehr unerquickliche Sache, dass heute unser Markt eigentlich nicht rund um Waldsassen stattfindet, sondern nur den deutschen Teil betrifft. In der Tschechischen Republik sind wir gar nicht präsent, das ist kein Markt für uns. Ich bedauere persönlich, dass ich und viele andere hier nicht Tschechisch sprechen, während die tschechischen Kollegen sehr häufig Deutsch sprechen. Da wollen wir einfach weiterkommen und sehen, dass also diese Grenze, die jetzt vielleicht zunächst mal physisch gefallen ist, dass wir die dann auch abbauen können, dass die Leute hier zusammenleben, zusammenarbeiten und was uns eben wichtig ist, zusammen eine Kunst entwickeln. Ich habe jetzt die Objekte gerade angeschaut, die entstanden sind in dieser Woche und ich bin schon beeindruckt und begeistert, denn wir haben ja am Anfang, als wir uns getroffen hatten, der Detlef, der Jochen, der Chef, noch nicht genau gewusst, was rauskommen wird dabei bei einem solchen Projekt. Das war eigentlich eine Planung, bei der wir uns überlegt hatten, es wäre schön und vor allem spannend und auch interessant, Künstler aus Tschechien und Deutschland gemeinsam bei uns in der Hütte begrüßen zu können und ihnen das Glas zu zeigen. Das Glas zu zeigen dahingehend, dass man sie mit einem Material konfrontiert, das sie in der Form noch nicht kennen. Und was dabei rausgekommen ist, schon sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie auch gestandene Künstler mit dem Material arbeiten, fast manchmal etwas spielen und es entdecken. Und was mich beeindruckt hat, das war zu sehen, wie diese Künstler dann mit dem Material arbeiten und Ideen entwickeln. Und dann auch, wenn man auf die Augen der Künstler geschaut hat, hat man gesehen, dass da ein ganz spezielles Funkeln auch in den Augen entstanden ist, als sie mit dem Glas gearbeitet haben. Und das spricht schon für die Sinnlichkeit von dem Glas. Und es, glaube ich, war eine schöne Woche für alle Beteiligten, auch wenn es sehr anstrengend war. Speziell ein neues Material zu entdecken, sich daran zu schneiden und damit zu gestalten. Aber ich glaube, dass es auch für jeden eine sehr wertvolle Woche war. Also ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist. Warte mal, ich habe auch schon... Warte mal, ich habe hier... Nein, ist so hoch! Ja! Hat er gelacht?
einfach da drüber schauen. Machst du was willst? Nein, ich soll es Köpfel da verschieben. Ja, also eigentlich habe ich den Auftrag, hier die ganzen Künstler bei der Arbeit zu dokumentieren. Aber es ist so weit gekommen, dass sie mich so weit inspiriert und infiziert haben, dass ich sogar selber was ausprobiert habe. Und ich bin im Moment im Lernprozess und finde es total spannend, was hier alles so entsteht. Erkennt ihr es nicht? Heute war das schlimmer als gestern, weil das geht zu langsam, als habe ich gedacht. Also das immer entwickelt. Also ich hoffe, dass morgen werde ich mehr wissen als heute. Ja. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ist es ein bisschen wie viel Zum Glück ist heute erst Mittwoch. Also ich freue mich auf morgen. Und, von morgen früh ich wieder beginne noch eine neue Sache. Skvělý, ráno jsem se probudil, vyčistil jsem si zuby, pak jsem se vysprchoval, pak jsem zase usnul. Bylo to úplně výborné. Pak jsem se nasnídal, snídaně byla úplně skvělá. Pak jsme sedli do auta, jeli jsme do hutě. No, pak byl oběd, ten byl úplně suprovej. Jenom jsem měl furt nějakou žízeň, tak jsem hledal, co bude k pití. No. To asi tak všechno. Našli jsme krásný sklo. A to krásný sklo jsem celý den oblepoval papírkem a brusil pískem. No a teď je tam na okně. Ich hoffe, Sie hoffen es mir. Ich habe heute vielleicht noch einmal diesen Seemann gewählt. And now we are cleaning my picture in the glass. It will be house. The type of this musho, and it's very dramatic for my art atmosphere. Yes, and that's all. Thank you. Ganz nette, tolle Woche. Man hat gesehen, dass da sehr kreative Köpfe hier waren. Und also das ist faszinierend, was alles entstanden ist. Wenn man wirklich bedenkt, dass die noch nie Kontakt mit Glas hatten. Und nun? Schöne Zeit. Ab und zu müssen wir was arbeiten hier. Ja. Wir müssen friemeln, gell? Aha. Also ich habe heute den ganzen Tag sehr viel gemacht, weil ich erst alles aufgemalt habe, wie ich es machen will mit Lackstift. Dann habe ich es mit Folie oder Leim abgeklebt, das was nett mit Sandstrahl wird. Und dann am Ende habe ich noch mit Sandstrahl, dann war dein Kinder schon am schnellsten. Und jetzt mache ich es noch sauber. Das Faszinierende ist, dass egal, auch wenn du die Kamera hältst, in jeder Ecke, wo du hingehst, ist da so viel Farbenpracht, dass das immer funktioniert. Wenn es ein Problem gäbe, steckt eher eine Unendlichkeit. Wo fängst du an, was zu machen, wo hörst du auf, was zu machen? Du kannst ständig was tun.
Das ist selten, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, wenn du so Farben in der Hand hast, kannst du auch was tun, aber das ist lange nicht so inspirierend, wie wenn du hier so vor so einem Stück Glas stehst. Mit etwas Gefühl. Obwohl, da unten geht's schon richtig. Also es ist jetzt der letzte Tag für unseren Workshop hier in Balzhassen. Und das hat total Spaß gemacht, der Workshop. Wir sind in die Glasarbeit ein bisschen reingekommen, haben ziemlich viel mit Sandstrahlen gemacht. Und letztendlich war es auf jeden Fall ein sehr gelungenes Projekt, wo wir einfach alle Spaß hatten und das Glas kennengelernt haben und was Gutes machen konnten. Ja. Die den Straven ve sklářské hutě byl překrásný. Ale je pravda, že teprve na jeho konci člověk přichází na to, jak s materiálem pracovat a bylo by nejkrásnější tady ještě zůstat minimálně další týden, možná 14 dní, anebo možná se zase někde jindy vrátit, protože sklo je materiál velice inspirativní a velice krásný a mě to s ním začalo moc a moc bavit. Ich bin hierher gekommen auf den Workshop in die Glashütte Lamperts mit der Hoffnung, ein bisschen was im dreidimensionalen Bereich machen zu können, also sprich Gefäße, Vasen, Lampen und so weiter. Und da habe ich mich heute das erste Mal angenähert mit meiner ersten Lampe, die da wird. Eine Nachttischlampe für ein Kinderzimmer eventuell im Bereich des kleinen Prinzen. Ah, aber das Dunkel fand ich voll gut. Das ist besser, ja. Zentriert oder konzentriert? Zentriert. Mittelachse. Heute ist der letzte Tag hier mit dem Kunstverein Hofrang in der Glashütte Lamperts und ich muss sagen, als Resümee bin ich mehr als begeistert. Vor allem die Zusammenarbeit der verschiedenen Künstler, tschechischer Seite, deutscher Seite, überhaupt einen neuen Werkstoff wie jetzt das Glas kennenzulernen. Also das schreit auf jeden Fall nach mehr, würde ich mal sagen. Und für die Zukunft bin ich gerne wieder bereit, da irgendwo mit einzusteigen, weil es absolut befruchtend ist und ich glaube auch die verschiedenen Unternehmen mit ihren verschiedenen Materialien haben auch keine Anregungen gekriegt, wie jetzt Künstler damit umgehen, die überhaupt noch nie von dem Material irgendwie was gehört oder gesehen oder geschweige denn in Händen halten konnten. Tady by to vypoň na tomhle podkladě, prosím tě, na podkladě pana Tichého. Já jsem už tím nějaký hodář. Tady, prosím tě, by to nešlo taky. Pro mě to tady byl zážitek, protože jsem poprvé viděl technologii, jak se fouká ploché sklo. A myslím si, že to nebyl zážitek jenom pro mě. To je první věc. A druhá věc, jak útvarníci, jak z české, tak z německé strany, po prvních dnech, kdy tak lehce otukávali materiál, tak se dostali do tvůrčího procesu a myslím si, že jejich výsledky, jejich práce hovoří za vše a že se tady povedlo udělat spoustu pěkných věcí. Es war wie immer sehr interessant, ein Projekt des Kunstvereins Hochfranken selb filmisch zu begleiten. Zu den 5 Tagen in der Glashütte mit täglichen Abendveranstaltungen kamen noch zusätzlich 4 Events. Zu Beginn dieses Glasworkshops wusste noch niemand, wohin die Reise führen wird. Am Ende standen hervorragende Objekte und dauerhafte Freundschaften. Als die 16 Stunden Filmmaterial aus 6 Kameras in der Timeline zum Sortieren, Sichten und Auswerten lagen, entstand nach mehreren Nächten Arbeit zunächst ein 3-minütiger Einladungstrailer und danach dieser sehr ausführliche Zusammenschnitt, der auf den Statements aller Beteiligten aufbaut. Thank you.
der bildenden Kunst, sowohl tschechischer wie deutscher Nationalität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass Sie so sehr zahlreich heute zu unserer ersten Ausstellung in diesem Kalenderjahr 2012 gekommen sind. Der eigentümliche Titel stammt von mir. Als Lehrer weiß ich natürlich schon, dass man Glas eigentlich nicht steigern kann. Aber probiert habe ich es trotzdem. So ein bisschen vielleicht Valentinesque. In diesem Wortspiel wollte ich das grandiose Vermögen dieses Materials versuchen einzufangen und habe diese Steigerungsform im Komparativ dann auch ja noch mit dem Plural gleichzeitig identifizieren können. Ich denke, ein bisschen, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist es schon geglückt, dass man die Eigenschaften dieses Materials mit seiner Leuchtkraft und auch all den anderen Fähigkeiten dadurch ein bisschen besser mitkriegt. Ich grüße Sie im Namen des Kunstvereins Hochfranken Selb und seines Vorsitzenden Dr. Riebel, der mich beauftragt hat, ein paar Sätze zu Ihnen zu sprechen. Meilenstein setzen auf dem Weg hin zu noch mehr Begegnungsmöglichkeiten, und es ist ja seitens des Kunstvereins beabsichtigt zu erreichen, auf dem Wartberg ein Kulturinstitut unter dem Arbeitstitel Kulturforum Mitteleuropa zu errichten, in dem noch mehr und dann permanent Kulturschaffende verschiedener Kultursparten sich treffen und innovativ arbeiten, Ideen entwickeln, die auch dann später im Wirtschaftsleben zünden können und dort umgesetzt werden können. In dem Bild wieder. Und dadurch ist man auch so direkt, man sieht sich auch so gut, sieht gerade weg, das sitzt drauf, so ein Stück weit selbst. Es ist jetzt stand. Ja, da gibt es ja auch ein total schönes Foto in mir von dir.